Wir bei Zeit für Brot haben eigentlich diese alte Tradition aufgegriffen und verwenden uralte Rezepte noch vom Urgroßvater meines Partners und backen eigentlich so, wie man früher gebacken hat. Das heißt, wir stellen alle Backwaren aus den Rohstoffen her, sind Bioland zertifiziert, hierher, also vor den Augen der Kunden. Wir haben eine transparente Glasscheibe, wo die Kunden den Prozess des Backens mitverfolgen können und auch natürlich den Bäckern Fragen stellen können, weil das ist gleich nebenan. Und verwenden natürlich dann, wenn wir uns schon so viel Mühe geben, auch die besten Zutaten. Dazu kommt noch, daher auch der Name Zeit für Brot, dass wir den Backwaren die Zeit geben, damit sich die Aromen richtig entwickeln können und arbeiten, neudeutsch Slow Baking, also mit langer Teigführung. Nachhaltigkeit ist für uns ein sehr großes Thema und steht bei uns im Vordergrund. Das fängt schon damit an, dass wir die besten Rohstoffe verwenden, die es gibt. Also auch keine genmanipulierten, also wir sind Bioland zertifiziert und verwenden natürlich keine genmanipulierten Rohstoffe. Es geht aber weiter, dass wir produzieren mit Ökostrom. Also wir arbeiten mit Abwasserwärmerückgewinnung, also wo wir die Abwärme des Ofens wieder in den Kreislauf einspeisen zum Beispiel. Wir haben einen Elektroofen und verwenden natürlich Ökostrom, also ökologisch erzeugten Strom. Und der gesamte Laden, also alle Produkte, die man bei uns findet, sind mindestens EG-Bio zertifiziert. Die Backwaren sogar Bioland zertifiziert. Wir probieren die Retouren oder den Abfall zu vermeiden grundsätzlich. Indem wir ganz genau, also wir wissen ja zum Beispiel für unsere Lieferkunden, was rausgeht, also haben wir keine Retouren. Das, was für den Laden ist, probieren wir vorher zu sagen, was im Laufe des Tages verbraucht wird. Und bei uns ist auch ein Regal, das Brotregal ist jetzt, oder die Auslage ist abends um 8, muss nicht mehr voll sein, komplett. Mhm. Natürlich kommt es vor, dass Produkte übrig bleiben. Und wir haben eine Kooperation mit dem Obdachlosenheim, wo wir abends die überschüssige Ware an das Obdachlosenheim geben. Also kommen jeden Abend und holen es ab und essen und verwenden es selbst. Also letztendlich muss es jeder für sich entscheiden. Also ich finde, es gehört dazu. Also es ist einfach eine Grundvoraussetzung, wenn man ein Unternehmen betreibt, dass man das nicht auf Kosten der Umwelt oder der anderer Leute betreibt. Also insofern ist es für uns eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wir reden auch nicht drüber, wir machen das einfach.